Name ist Florian Schüssler. Ich bin bei Erskine beschäftigt. Wir machen Sicherheitstechnik für zaunlose Industrierobotik. Und bei uns in der Firma darf ich die Abteilung der Produktentwicklung verantworten. Ein riesiges Thema ist die Automatisierung generell, aber auch die Herausforderung der Automatisierung in bestehenden Anlagen. Und da kommt man zweifelsfrei mit dem Thema Platzbedarf bzw. Unflexibilität, weil man in bestehende Anlagen integrieren will, in Kontakt. Und da kommt Erskine ins Spiel. Wir können Lösungen anbieten, die die Industrierobotik mit der kollaborativen Technik verknüpft und das bei reduziertem Platzbedarf und auch in bestehenden Industrieanlagen nachrüsten und integrieren. Unsere Erskine-Technologie sind luftdichte Hüllen, die Kontakt detektieren, aber auch zusätzlich den Aufprall dämpfen. Das heißt, ich habe eine Art Airbag, was uns ermöglicht, mit Industrierobotern mit hoher Geschwindigkeit zu arbeiten und trotzdem kollaborative Anwendungen umzusetzen. Einfach weil durch diese dämpfende Struktur der Erskine-Pads die Kontaktkräfte reduziert sind und dadurch eben hohe Gewichte, hohe Reichweiten und eben die klassischen Benefits von Industrierobotern zur Anwendung kommen. Im Ökosystem von der SOS Systems ist unsere Produktentwicklung perfekt aufgehoben, weil wir von Beginn bis zum Ende mit nativen Daten arbeiten, aber auch unterschiedliche Prozessschritte damit abdecken können. Das heißt, nicht nur die Konstruktion, sondern eben auch das virtuelle Testen und die Validierung sind mit ein Bestandteil davon und das ermöglicht uns einfach besser und schneller zu entwickeln. Wir dürfen gemeinsam mit der SOS Systems auf der SBS in Nürnberg ausstellen. Dort kann man sich unsere kollaborativen Industrieroboterlösungen anschauen, sich davon überzeugen, dass das, was ich jetzt erzählt habe, nicht nur Erzählungen sind, sondern sich auch in der Praxis bewährt haben. Und wir freuen uns auf das gemeinsame Ausstellen.